Weil wir gerade über Booking sprechen und eben über den Reiselust, die wieder zurückkehrt, das Wegfliegen kehrt wieder zurück. Und ja, viele haben sich ja in den letzten Jahren mit dem Thema Camping beschäftigt, mit Wohnmobilen. Ne? Das war ja das ganz große Thema während der Covid-Krise. Man kannte in keine Hotels, also wollte man mit dem Wohnmobil irgendwo sich hinstellen oder unterwegs sein. Und ganz, ganz viele Leute fliegen ging nicht, reisen ging nicht. Und da sind alle möglichen Menschen auf das Thema Wohnmobil gestoßen. Tatsächlich habe ich mich auch inzwischen mit diesem Thema beschäftigt, habe da Freude dran, unterwegs zu sein, Menschen wieder physisch vor Ort zu treffen, nicht mehr nur digital. Okay. Wir haben das jetzt 3 Jahre lang intensivst gemacht und man kann sagen, was man will, der persönliche Kontakt, das Treffen, das, was zwischen Menschen passiert, kann niemals ausgleichen, was das Digitale macht. Sie sehen mich, sie hören mich, aber es ist noch was völlig anderes, als wenn wir jetzt bei einem Bier zusammensitzen und wir über die gleichen Themen sprechen. A, ist es natürlich beidseitig, bei Zoom geht das ja noch. Trotzdem ist es eine andere Atmosphäre, wenn man physisch beieinander sitzt, als nur virtuell. Und deshalb habe ich für mich auch entschieden, wieder mehr unterwegs zu sein, Leute mehr persönlich zu treffen. Und da ich ja keine Lust habe auf Hotels und Einchecken und Frühstück und was weiß ich was alles und Flugzeug, lieber bin ich einen Tag länger unterwegs und genieße ein bisschen vielleicht noch was außenrum, es guckt mir was an und bin lieber mit einem Wohnmobil unterwegs und denke über das Thema auch nach. Ich habe mir keins gekauft, ich leihe mir mal eins, wenn ich sowas brauche, weil sie einfach schlichtweg wahnsinnig teuer geworden sind. Aber auch das ist ein Grund, wo ich gesagt habe, da halte ich mich mal eine Weile zurück, denn ein Schweinezyklus geht immer mal zu Ende. Das heißt, was war passiert? Während dieser Corona-Krise hat nun wirklich jeder, der auch nur ansatzweise in seinem Leben jemals darüber nachgedacht hat, ein Wohnmobil zu kaufen, hat sich eins gekauft. So, das heißt, die Auftragsbücher der Hersteller waren randvoll, die konnten das gar nicht abarbeiten, die haben ewige Lieferfristen gehabt von 1, 2 Jahren, konnten das gar nicht ausliefern. Die Qualität war teilweise unterirdisch, weil sie die Teile gar nicht beibekommen haben und durch den Produktionsdruck die Qualität massiv gelitten hat, sei das bei den Zubehörteilen, sei das eben bei der Verarbeitung. Da ist wirklich Schlimmes, was man da leider sehen muss bei neuesten und teuren Wohnmobilen. Und ja, wie gesagt, die Preise gingen durch die Decke. Inzwischen hat sich das verändert. Auch gebrauchte Wohnmobile, die wurden bald zu Neuwagenpreisen verkauft, weil ja man hätte ja so auf einen neuen 1, 2 Jahre warten müssen, man wollte aber jetzt fahren, also hat man den Gebrauchtwagenmarkt leer gekauft und so war also die Preisexplosion in den letzten 3 Jahren katastrophal und wer immer sich damit beschäftigt hat, weiß, von was ich da rede. Aber eins ist auch klar, inzwischen jeder hat jetzt eins gekauft. Die Produktionskapazitäten der Händler oder der Hersteller sind nach wie vor am Anschlag, die produzieren, als gäbe es kein Morgen mehr. Die Höfe stehen voll, der Stau baut sich langsam ab, vor allem neue Fahrzeuge werden schneller ausgeliefert. Und die Höfe füllen sich langsam, besonders mit Transportern, also mit umgebauten Kastenwagen, mit Wohnwagen. Und langsam geht es aber auch bei den Teilintegrierten und Integrierten los. Die Bild-Zeitung berichtet hier schon vom plötzlichen Camping-Krise. Na, ganz so weit würde ich noch nicht gehen. Also da ist schon noch einiges los, wenn man da mal unterwegs ist. Na sicher findet man auch leere Plätze oder leerere Plätze als noch vor einem Jahr. Aber so dramatisch ist es noch nicht. Aber klar, immer mehr Leute sagen jetzt, ja, Moment mal, ich habe das jetzt mal ausprobiert. In der Krise ging es ja nicht anders. Aber eigentlich habe ich gar keine Lust auf Camping und meine Frau auch nicht. Die hat sich jetzt mal ein Jahr drauf eingelassen, aber eigentlich will die lieber in ein Hotel, die will lieber nach Bali fliegen, als jetzt hier im Bayerischen Wald oder an der Nordseeküste im Regen zu stehen und dann immer das Klo ausleeren und ach nee, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Das war mal witzig, aber eigentlich wollen wir es doch nicht. Und die logische Konsequenz ist ja, dass jetzt natürlich ganz, ganz viele wieder abspringen. Das heißt, nicht nur, dass hier keine Fahr oder weniger Fahrzeuge mehr jetzt bestellt werden, weil ja jeder schon gekauft hat, der kaufen wollte. Und die Höfe laufen voll und die Hersteller keine neuen, weniger neue Aufträge. Gleichzeitig aber kommt sehr, sehr viel gebrauchtes Material auf den Markt von Leuten, die sagen, ach nee, habe ich mir anders vorgestellt. Wir verkaufen die wieder. Die letzten Jahre immer argumentiert haben, ja, die kriege ich ja zum Neuwagenpreis wieder los, da mag gar kein Risiko. Das war aber während des Schweinezyklus nach oben. Jetzt kommt die andere Richtung nach unten. Das heißt, jetzt kommt unglaublich viel auf den Markt und man sieht jetzt schon, dass bei mobile.de, wenn man das an, sich anschaut, ganz, ganz viel mehr Fahrzeuge plötzlich dastehen, plötzlich auch die Preise im Laufe der Zeit zurückgehen, also Preise gesenkt werden, meine Nase juckt, Preise gesenkt werden und entsprechend auch mehr Angebot da ist und die Leute sagen, oh, warte mal, wieso kauft den denn keiner? Das ist doch ein tolles Auto, ja, aber da stehen noch andere tolle Autos und gerade will keiner.
Gerade will keiner. Und das wird über den Winter wahrscheinlich nochmal mehr werden. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir in den nächsten, na, ich sag mal, 18, 24 Monaten ein richtiges Schlachtfest bei den Wohnmobilpreisen bekommen. Wer also noch nicht gekauft hat, sondern sagt, steckt mir aber trotzdem noch in der Nase, der sollte die nächsten Monate mal die Augen offen halten. Ich glaube, das könnte noch das eine oder andere Schnäppchen werden. Das ist wie an der Börse, ne? Hoch und runter, aber nur Anstieg, das gibt's leider oder Gott sei Dank nicht. Suchen Sie es raus. Ich würde sagen, Gott sei Dank nicht.